Hallo, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Ich möchte heute über zwei weitere Huna-Weisheiten sprechen. Die eine kann dir helfen, deine Ziele vielleicht etwas größer zu fassen, und die andere ist der Schlüssel für deinen Erfolg. Vorab habe ich kurz eine Neuigkeit von meinem Partner Koro. Koro ist mein Online-Händler für haltbare Lebensmittel. Koro ist inzwischen so erfolgreich, dass du einige der Produkte jetzt auch deutschlandweit in 2000 DM-Filialen finden kannst. Die meisten davon im Snackregal. Also wenn du mal in der Stadt bist und dich überfällt der kleine Hunger, dann findest du jetzt bei DM was von Koro. Zum Beispiel den Proteinriegel Max. So heißt er tatsächlich. Ist wirklich lecker. Habe ich selbst probiert. Bestelle ich gelegentlich. Du findest auch die Bio-Energie-Balls. Salted Pistazie, Salted Peanut oder Cashew Zimt. Oder bio-gefriergetrocknete Himbeeren oder Erdbeerscheiben. Lieber deftig statt süß? Wie wäre es mit Bio-Linsen-Chips? Also, statt Snickers, Mars oder Milky Way für den kleinen Hunger zwischendurch, lieber Bio-Snacks von Koro, oder? Jetzt auch in der Stadt, in 2000 DM-Filialen überall in Deutschland. Und für zu Hause bestellst du natürlich weiterhin online bei www.korodrogerie.de. Und dann gibst du als Rabattcode RALF ein und bekommst 5% auf deinen Einkauf. Bitte gern weitersagen. Rabattcode RALF, R-A-L-F. Die erste Huna-Weisheit lautete: The world is what you think it is. Die Welt ist das, für das du sie hältst. Wundervoll oder schrecklich? Du darfst dich entscheiden. Du wirst für beides reichlich Belege finden. Du solltest dich nur bewusst für etwas entscheiden und damit dein Glück in die eigenen Hände nehmen. Ich möchte mein Glück nicht irgendeiner Nachrichtenredaktion überlassen, die entscheidet, dass sie fast ausschließlich über Probleme und Katastrophen berichtet, weil solche Nachrichten unsere sofortige Aufmerksamkeit und damit Einschaltquoten garantieren. Ich entscheide mich, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und nach all dem Schönen, Guten und Wundervollen Ausschau zu halten. Fühlt sich besser an. Das tut mir gut und das wiederum tut anderen gut. Win-win-win. Die nächste Huna-Weisheit lautet: There are no limits. Es gibt keine Grenzen. Was damit wohl gemeint ist, ist Folgendes. Grenzen sind etwas, das wir uns selbst setzen. In der Regel aus bisherigen Erfahrungen heraus. Wir beobachten andere und sehen, dass andere über einen bestimmten Punkt nicht hinauskommen. Und wir probieren selbst was aus und stellen fest, weiter komme ich nicht. Aber all die Grenzen, die wir zu sehen glauben, gelten nur, solange wir nicht bereit sind, mehr als bisher oder mehr als andere für unser Ziel zu investieren. Ich kann den Marathon nicht unter 3 Stunden laufen. Das stimmt. Dann, wenn du nicht bereit bist, wesentlich mehr als 3-mal die Woche für 1 Stunde zu trainieren. Wenn du aber bereit bist, über einige Jahre dein Training kontinuierlich zu steigern und deine freie Zeit diesem Ziel wirklich zu widmen, dann kannst du. Bis vor kurzem haben wir geglaubt, Menschen könnten den Marathon nicht unter 2 Stunden laufen, bis es einer gemacht hat. Guido Sander wog 193 Kilogramm im Jahr 2016. Im Jahr 2019 wog er 73 Kilogramm und lief den Marathon in 3 Stunden und 17 Minuten. Grenzen, die du siehst, sind nur Grenzen dessen, was du dir derzeit vorstellen kannst. Sie sind nicht real, sie sind nur in deinem Kopf. Also kannst du sie überwinden. Will sagen, weite deinen Blick und deinen Horizont. Du bist frei mit deinen Wünschen. Du kannst Dinge erreichen, die außerhalb deiner bisherigen Vorstellungskraft liegen. Dann, wenn du auch bereit bist, Dinge zu tun, die du dir bisher nicht vorstellen konntest. Also, was ist stärker? Dein Wunsch, ein großes Ziel zu erreichen? Oder deine Bequemlichkeit. Und hier kommt die Huna-Weisheit Nummer 3. Energy goes where attention flows. Die Energie ist da, wo deine Aufmerksamkeit ist. Oder anders gesagt, mit deiner Aufmerksamkeit lenkst du die Energie. Hier geht es um Fokus versus Verzettelung. Du kannst Außergewöhnliches leisten und erreichen, dann, wenn du bereit bist, deine ganze Aufmerksamkeit auf ein einziges Ziel zu lenken, dich nicht zu verzetteln, dich nicht ablenken zu lassen. Wenn du morgens mit dem Gedanken an dein Ziel aufwachst und abends in Gedanken an dein Ziel einschläfst. Und immer wenn du für einen Augenblick mit dir und deinen Gedanken allein bist, dann bestimmt dein Ziel deine Gedanken. Dann kannst du außergewöhnliche Dinge erreichen. Dann findest du Lösungen und Möglichkeiten für alles, was dir im Weg steht. Nur, wie macht man das? Ich gebe zu, die Gefahr, sich zu verzetteln und sich ablenken zu lassen, ist unheimlich groß heute. Im Zeitalter von Smartphones, Internet, Social Media. Ständig versucht irgendwer oder irgendwas, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Nachrichtenportale, Werbung, Social Media
sind geradezu darauf ausgelegt und optimiert, um unsere Aufmerksamkeit zu erobern. Und damit bringen sie uns weg von den Dingen, die uns wirklich wichtig sind. Mein Tipp? Nimm dir mal wieder Zeit für dich ganz allein. Lass dein Handy in der Schublade, mach einen Spaziergang, setz dich auf eine Bank im Schatten und denk darüber nach, wer du sein willst und warum. Und dann stell dir im Kopf ein Bild davon vor und präg es dir ein. Oder stell dir eine ganze Szene vor, wie eine Filmsequenz. Und dieses Bild und diese Filmsequenz sollte der letzte Gedanke sein, bevor du einschläfst, und der erste, wenn du aufwachst. Und je mehr und je öfter du dich dem Bild und von deiner nächsten besten Version widmest, umso mehr Energie fließt in diese Richtung. Und umso mehr kleine und große Entscheidungen wirst du treffen, die dich diesem Ziel näher bringen. Fokus heißt, zu entscheiden, was dir wichtig ist, und alle Energie in diese Richtung fließen zu lassen. Und dann gibt es nichts, was dich aufhalten kann. Du könntest heute mal damit anfangen, dir klarzumachen, was dir wirklich wichtig ist. Ein Spaziergang und ein ruhiger Moment auf einer Bank im Schatten, das wäre ein guter Anfang. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.